Hey und willkommen hier zu einer neuen Let's Play-Folge, hier zu meiner Eltern, Freunden, Familie mit unseren neuen Alien-Kleinkindern, die Luna und die Sky hier, die beiden Mädels hier, die haben wir bekommen, der... Oh, wie süß, wie cool, oder? So geil, wir haben Alien-Kleinkinder, wie krass, der Jonas ist schwanger geworden nach der Alien-Entführung im Live-Special und wir haben schon wieder fette Rechnungen, scheiße. Oh nein, die müssen mal bezahlen, hier, komm, wir machen hier mal, hier, komm, hier, hallo, hier. Wo geht es denn? Wir müssen hier Rechnungen bezahlen. Wir haben noch ein bisschen Geld hier vom Motherload. Oh Mann. Wir wollten doch aber so zurechtkommen. Ja, wir leben über unsere Verhältnisse und haben auch noch komische Alien-Babys, für die wir auch eh kein Kindergeld kriegen oder so. Ja, der hat wirklich Kinder bekommen, ne? Und letztes Mal haben wir hier angefangen, das hier umzubauen. Dieses Modern Single House, das ich mal gebaut habe. Und jetzt wollen wir für die Kleinen, oh, die knutscheln schon wieder hier rum. Wie cool ist das denn? Ich muss ja gleich mal nochmal einen Screenshot machen. Das geht ja mal gar nicht. Jei. So cool. So, wir richten für die das Kinderzimmer ein und das machen wir hier oben und das wird ein abgespacedes Zimmer. Ich kann es euch schon mal versprechen, ja, bestimmt wird das hier. Das machen wir jetzt abgespaced und wir nehmen hier dann schön eine coole, kommen wir mal an das Grün hier. Aliens sind bei mir grün, auch wenn die jetzt beide so ein bisschen blau sind, aber ich möchte das irgendwie so krass machen, wie es nur geht. Und wir haben ja auch diese tolle Lampe hier, diese Astro-Sonnensystemlicht. Die können wir uns freischalten, weil die bekommt man erst, was steht hier, Level 2 der Astronautenkarriere, haben wir nicht, wir sind Wissenschaftler. Und Boutique-Besitzer, aka Geheimagenten, nie mehr noch, der Yannick. Baby.ignore Gameplay Unlocks Entitlement heißt der Cheat, das ewig lange Ding hier. Ewig lange Flöts hier. Ignore Gameplay Unlocked. Entitlement. Hier, alle Cheats gibt's auf simfans.de. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Guckt da mal rein. So, jetzt muss man hier in eine andere Kategorie und dann wieder zurück. Deckenlampen. Und jetzt hat man da, wo ist es jetzt hier? Weg ist es da, das Ding. Vielleicht können wir das auch vergrößern. Da ist es. Du kostest nur 70 hier. Wahnsinn. Gibt's auch in verschiedenen Formen hier. Ich guck einfach mal, ne? Ah, das sieht schon mal geil aus. Hier, komm, das machen wir genau mitten rein und wir vergrößern das mit dem Vergrößerungs-Cheat hier. Wahnsinn. Oh, wir machen das zweimal größer, oder? Hammergeil hier. Oh ja, auf jeden Fall hier. Das muss hier mitten rein in dieses krasse Zimmer mit Aussicht hier. Oh, das ist cool. Ist das cool oder ist das cool? Und in die Mitte, die Babywiegen brauchen wir ja nicht mehr, aber ich würde die so gerne noch behalten. Also die können wir auf jeden Fall verkaufen, aber die behalten wir. Das Nuckelkörbchen heißt es ja. Das ist irgendwie so, oder? Das ist doch irgendwie geil. Ich weiß auch nicht warum. Aber irgendwie möchte ich das irgendwie behalten. Ich würde das ungern irgendwie wegmachen. Das ist voll schade da drum. Ich hoffe, die Sims können da unten durchlaufen. Schlagen sie nicht den Kopf an, so bäm. Scheiße. So, wir gucken jetzt mal hier. Kinderzimmer natürlich. Hier ein schönes Kinderzimmer. Was haben wir denn da für Bettchen für Kleinkinder, die halbwegs passen könnten? Also natürlich so ein Auto wäre nicht schlecht, aber was auch nicht, ne? Also so richtig Alien-mäßig Kinder. Kinder-Alien-mäßig haben wir gar nichts richtig irgendwie, ne? Wir haben auch zwei Mädels. Müssen wir auch mal ein bisschen beachten hier. Also ich finde die schon gar nicht so schlecht. Wir haben ja noch dieses... dieses Bett hier haben wir auch noch. Ja, das ist auch so ein bisschen Weltraumthema, ne? Mit diesen Kugeln und so. Ich glaube, wir müssen uns an das hier richten. Und dann haben wir auch noch das in Orange. Wir haben ja gesagt, grün und gelb oder grün und orange. Das passt ganz gut. Vielleicht machen wir das mit denen gleich. Ich gucke aber trotzdem nochmal. Wir haben noch die Rosikalen, aber ich glaube, die sind nix hier, ne? Für Kleinkinder gibt es nur die Dry Bettchen. So, ja, Spielplatzobjekte ohne Ende, aber nichts hier richtig fürs Kleinkinderzimmer. Wir nehmen das hier mal. Ich finde das ganz schön auch. Na, dann können das auch welche haben. Hier, komm, wir machen diese wirklich so aufgeteilt, dass das eine Kind hier auf dieser Seite hier schläft oder das andere auf der anderen. Machen wir das so. Irgendwas stimmt hier noch gar nicht mit der Symmetrie. Da ist hier die... So, jetzt stimmt's, glaube ich. Ne, machen wir das so. Dann hat man da rechts und links noch ein bisschen Spielecke. Hier ist ja der Balkon. Und zentral dann auch nochmal was Cooles für die Kleinkinder. Und da würde ich irgendwie noch einen geilen Teppich nehmen. Da müssen wir irgendwie so Mond und Sterne oder irgendwas Cooles. Gibt es da irgendwas Schönes auch? Nicht nur so was matschig, lahmarschiges. Aber das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht mal so blöd. Wir haben auch noch den hier. Kann man da nicht Filter, Mond und Sterne oder Spacey oder irgendwas? Was haben wir denn an die Arbeit bekommen? Nur die komischen da. Zeit für Freunde. Lass mich überlegen. Nee, ja gut, die sind abgespaced hier, die Teppiche. Auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, die passen da jetzt nicht so sehr rein, oder? Nee, die sind, glaube ich, nicht so toll. Was haben wir noch? Großstadtleben. Da gab es einige Teppiche, da vielleicht finden wir da was dabei. Da gibt es nämlich was Cooles noch so irgendwie. Ich weiß auch nicht, irgendwie so krasse Teppiche haben wir da. Das sind ja ganz, ganz viele hier. Eieiei, oder sowas irgendwie. Gibt es da irgendwas Krasses, was wir noch so Alien-Ding haben, die gemalt oder irgendwie so können wir uns herleiten.
sie so Alien-Hieroglyphen da irgendwie malen oder irgend so ein krasser Scheiß hier. irgendwas Cooles. Komm, da kriegen wir da was hier. Das kann doch nicht sein hier. Das Mosaik hier, was haben wir da noch? Die sind auch nicht schlecht, muss ich sagen. Die fallen mir auch richtig gut. Ist ja natürlich total krass wieder, das Kinderzimmer. Aber ihr kennt meine Kinderzimmer, ne? Entweder sind die total schlicht rustikal, wie im Landhaus. Oder werden die so richtig, richtig krass hier. Krass hier. Das ist auch voll schön. Oh, ich hätte sowas gerne mal in dem Kinderzimmer. Aber hier passt es, glaube ich, nicht so gut, ne? Regenbogen passt auch zu unserem Homo-Thema hier. Unsere Eltern. Ich finde den jetzt irgendwie langweilig. Ich möchte den irgendwie haben. Ich weiß auch nicht warum. Ich kann es ja niemals sagen. Ich finde das so. Es sieht irgendwie so frei aus. Ich kann euch gar nicht. Will ich nicht sagen, warum genau. So, das sind so Türvorleger hier. Nee, das machen wir nicht. Das sind so kleine Teppiche hier. Das sind Mini-Teppiche. So. Großstadtleben-Filter kommen wieder raus. Wir gucken jetzt weiter. Wir brauchen auf jeden Fall hier noch dieses kleines Mobile-Dings hier, oder? Das ist doch cool. Da haben wir nämlich auch hier ein Orange-Ding. Und das können wir auch vergrößern. Das machen wir richtig schön hier oben. Dass alles ein bisschen mehr abgespaced hier ist. Und da gibt es das auch noch mit grünen Sternen hier. Ja klar, ja, wow, das wird ein krasses Zimmer. Ein Alien-Kinderzimmer. Ich glaube, das habe ich noch nie gebaut. Doch, ich habe mal ein Alien-Haus gebaut. Und da haben wir, sollen wir das hier orange machen? Das sieht vielleicht besser aus, ne? Wenn wir das orange-black hier machen. Im schwarzen. Ja, ich habe mal das Alien-Haus gebaut und da gab es ja auch richtig krass. Das war wirklich krass. Es war knallig grün und leuchten und alles. So krass möchte ich das hier noch nicht machen. Vielleicht später mal, aber wir müssen auch mal ein bisschen gucken hier, ne? So ein bisschen Spielzeug, Krams hier, das ist so schön. Das muss ja doch auch hier, hallo. Muss ja auch ein bisschen kindgerecht hier sein. Ja, es sind trotzdem Kinder hier. Was machen wir denn da noch? Wir müssen irgendwas dekomäßig Spielsachen, natürlich. Hallo? Spielsachen. Also die kriegen auf jeden Fall so ein Roby. Das ist ja mal klar hier, ne? So einen richtig schönen kleinen Roby. Hier in die Mitte würde ich echt gerne die Spiel-Area so machen. Unter diesem Planetensystem hier. Und dann machen wir hier noch so... Oh, die Truhen passen ja auch perfekt zu den Dings. Hier können das auch Kleinkinder... Genau. Kleinkinder können das auch benutzen. Machen wir hier die Truhe so irgendwie noch hin, oder? Machen wir die hier dazu, so in den Rand. So ein bisschen neben das Bett. Dann können wir hier das Zeug hier aufräumen, reinkramseln wieder. Weil die haben wir auch in den beiden Farben. Dann können wir das so ein bisschen hier anpassen, ja. Ja, machen wir das da lieber hin. Genau, machen wir das da lieber hin. Und hier, weiß ich noch nicht, vielleicht kommt hier auch irgendwie so ein Puppenhaus oder irgendwie sowas hin. Weil wir haben ja auch dieses Future-Puppenhaus hier. Boah, in Schwarz sieht das auch geil aus. Das hat auf jeden Fall was. Können das auch schon, Kleinkinder können das auch schon. Das ist viel besser, ne, als dieses Deko-Kram. Dann machen wir das hin. Nehmen wir hier das Modern Single aus. Dann machen wir hier das Modern Single Extended hier mit dem... ja, das ist cool. Dann haben wir ein bisschen was Schwarzes hier noch drin. Das haben wir überall so ein bisschen. Und dann gibt es doch auch noch, irgendwas? Irgendein crazy... Da, das sind auch so Weltraum-Tierchen da, ne? Auch so drei Augen oder was hier. Komische Monster-AG. Vampir, Tentakel. Was könnte den Kleinen noch Spaß machen? Hier den Meister Blaupelz hier. Aber den Grün, den machen wir auch. Den Meister Blaupelz, die Mini-Sachen da. Und natürlich so eine Eule. Oh ja, das kriegen die. Genau, so eine schöne Eule. Und du kriegst hier wieder... Wer wissen jetzt was eigentlich? Ich weiß auch gar nicht die Namen. Sky und Luna. Und hier machen wir ein blaues dann, wenn es kein Grünes gibt. Schade. Ein Nachtlicht. Kriegen wir auch noch so einen Tisch dazu. Ja, hier machen wir auch noch so ein bisschen Krams, dass sie da richtig schön rumtollen können hier auf diesen Teppichen. Und, oh ja, Doktorspiele hier. Aber es ist für Kinder. Dann lassen wir das noch. Lassen wir das noch. Wir machen... Ach, der ist auch cool. Der Dino. Der Dino. Oder hier der Knuffelbär. Der ist aber gruselig hier. Eieiei. Dann nehmen wir ein Einhorn. Das wäre auch geil. Oh, wir haben so schöne Sachen hier eigentlich, ne? Das können nur Kinder benutzen. Also Kleinkinder, das steht hier nur für Kleinkinder, aber Kinder, also Kinder können bauen und Kleinkinder können dann damit spielen, witzigerweise. Aber wir machen da trotzdem so einen Tisch rein. Ich mache die mal hier zur Seite, dass wir den so zentral vielleicht haben. Das ist gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Machen wir hier so rechts und links so zwei Spielteppiche und in die Mitte dann hier unseren Spieltisch rein. Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir da noch ein bisschen mehr vielleicht mit dir in die Mitte kommen hier. Und die Lampe hier auch noch so drüber, dass wir da noch schönes Licht haben natürlich. Und ich gucke jetzt mal, wie das nachts aussieht. Wow, ist auch cool, ne? Mit dem Licht hier von oben. Wie das nachts aussieht, dass wir da vielleicht doch ein bisschen schummriger werden hier, ne? Doch nicht so viel Licht reinmachen, weil tagsüber haben wir schönes Licht und nachts
Ja, und jetzt müssen wir noch gucken. Ich will irgendwas noch an die Fenster machen. Ich weiß nur noch nicht, was genau. Wir müssen irgendwas Cooles an die Fenster noch papseln. Irgendwie irgendwas Alien-mäßiges, abgespacedes hier. Wir machen da auf jeden Fall hier auch sowas dahin. Oh, das geht nicht zwischen die Fenster. Schade. Machen wir das hier so hin an die Wand. Das ist hier so die... Ja, Mond und Sterne wären natürlich auch schön, aber ich finde die so ein bisschen... Ja, so leuchtende Sterne, das wäre was. Wir könnten ja dieses Nachtlicht nehmen. Das ist eine richtig schöne Wanddeko. Oder wir nehmen hier, das ist auch geil. Das ist richtig cool. Oder ist so ein richtig abgespacedes, so eine abgespacede Deko hier noch dazu. Boah, das wird auch in Orange geil aussehen hier. Das wird alles gut aussehen. Aber das Grün gibt's nicht in... Das ist auch so Alien-mäßig irgendwie, ne? Das Grün gibt's nicht in... Oh, das sieht echt am besten aus, oder? Ah, ich glaube, ich nehme das Neutrale hier eher. Ich glaube, ich nehme das. Das macht dem ganzen Raum, gibt dem ganzen Raum nochmal so ein bisschen was Spaciges irgendwie, oder? So ein bisschen was hier, wie so, ja, wie wenn hier irgendwas so, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Ne, ihr merkt schon hier. Wie wenn das Ganze so ein bisschen hier irgendwie, so, ne, Raumschiff-mäßig, sag ich jetzt einfach, keine Ahnung, wie ich das ausdrücken soll. Boah, die haben ja auch die beste Aussicht hier oben, Wahnsinn. Da müsste man viel Miete für zahlen, für so ein Loft hier. Was haben wir da denn noch? Was haben wir denn da noch Krasses? Wir brauchen irgendwas Cooles noch. Ah, die Wanddeko soll schon hier die Aussicht sein, auf die Sterne, ne, natürlich. Aber so ein bisschen was Leuchtendes. Wir nehmen einfach diese Wandlampen da, ne. Wir nehmen diese Wandlampen, diese Nachtlichter, die so schön hier, oh, die sind so schön. Oh ja, so eine geschwungene Stehlampe, das ist auch geil. Hier mit Grün oder so. Oh, aber die ist ein bisschen zu... ja, nee, die ist mir ein bisschen zu... Nee, die ist zu krass. Die ist zu krass. Da gibt es bestimmt noch viel mehr Objekte. Ich entdecke wahrscheinlich gar nicht alles. Sollen wir auch noch so eine farbige Lampe nehmen? Das ist nämlich auch gar nicht so schlecht. Dann haben wir da oben so ein bisschen was Buntes auch. Das hat auf jeden Fall was. Ist halt ein bisschen bullig hier oben, ne? Das gefällt mir eigentlich nicht so arg. Aber dadurch, dass wir da dann so, ne? Das sind so richtig schöne... Wie wenn es so ein bisschen leuchtet und so ein bisschen so, ne? Das ist, also es leuchtet natürlich, aber so, ne, so farbig leuchtet, das hat schon was, muss ich schon sagen. Also, ich würde dafür sogar die Lampen hierher geben. Das ist schon geil irgendwie, das hat schon was. Ja, ja, weil das hat wirklich was. Das finde ich richtig cool jetzt. Oh ja, das machen wir jetzt so. Wie sieht das bei Tag aus? Wow. Wow, ja, die leuchten ja auch bei Tag. Das ist cool an den Lampen. Die Rechnung incoming hier. Rechnung kommt reingeflaudert. Wo sind jetzt diese Wandlampe mit dem schönen Nachtlicht? Ich wollte die doch so unbedingt haben. Das sind noch so Blümchen. Hat schon was, ne? Dieses bunte, dieses Regenbogenzimmer-Thema. Das würde schon gut passen. Aber wir nehmen das stinknormales Nachtlicht. Ist es das hier? Nee, ist das andere gewesen. Ne, da gibt es doch noch das andere. Das da. Jetzt hier wird es hier Tag hier. Hallo? Und das Coole ist, man kann die auch vergrößern. Und die Sterne vergrößern sich auch mit. Ist eigentlich sehr selten bei FX, also bei Effekten. Und ich würde sagen, hey, machen wir das da so hin? Dann haben die eine Tanzfläche, die werden Alien-Tanzkinder hier. Aber ich würde das schon gerne hier so irgendwie hinpacken. Ich glaube, da passt es besser hin, oder? Da passt es, glaube ich, echt besser hin. Oder wir machen das an jede Wand hin. Oh, das ist schon geil. Aber wer wünscht sich nicht als Alien-Kind so ein Zimmer, oder? Kennt ihr ein Alien-Kind? Fragt es mal. Das brauchen wir, hallo? Das ist so geil mit diesem beleuchteten Stern. Oder in die Mitte nehmen wir nicht. Machen wir wirklich voll auf die Fenster drauf hier. Das ist hier ausnahmsweise mal erlaubt. Das machen wir so. Wir machen ein bisschen höher, ne? Ein bisschen höher, die Sterne sind oben. Schön auf die gleiche Höhe dann auch bringen. Und ich will die auch so gelb lassen. Ich finde die irgendwie, oder? Machen wir die blau. Sky is the limit. Blau sieht auch geil aus, aber Sterne leuchten bei mir irgendwie gelb. Ne? Bei euch bestimmt auch so. Sterne leuchten gelb, oder? In meinem Kopf, meine ich. Da hinten, da weiß ich noch gar nicht. Da könnten wir irgendwas noch hinstellen, aber ich weiß wirklich nicht, was. Also es ist echt so, dass ich mir da jetzt Gedanken mache, wie ich das hier noch hier schön hier machen könnte. Wir können den auf jeden Fall auch noch so ein Maltisch können die gar nicht genau. Was können denn Kleinkinder? Ist immer so schwierig zu differenzieren. Was können denn genau Kleinkinder eigentlich? Die können gar nichts. Die können Töpfchen und oh ja, Töpfchen, stimmt. Brauchen ja noch ein Töpfchen. Und dann noch ein Töpfchen hier, na klar, die machen wir auch hier oben rein, oder, würde ich sagen. Wir haben ja von der Lila haben wir ja gar keins mehr übrig. Von der Rose, natürlich, sorry. Dann haben wir hier so eine kleine Badecke. Oh ja, das machen wir doch.
Hier ist eine kleine Badecke mit Töpfchen hier. Oder grün und pink, dann eben, wenn es kein. Oder machen wir lila. Das passt jetzt gar nicht hier rein, ne? Lieber blau. So. Oder wir machen das. Oh ja, wir machen hier so einen kleinen Schminktisch vielleicht. Schminktisch. Ein Schminktisch. Die Kleinkinder schminken hier. Wir machen da ein Ding hin, einen Wickeltisch, hier eine Wickelkommode. Das ist doch schön hier. Das ist doch nice. Wenn wir da noch so eine. Haben wir da irgendwann mal Licht am Tag hier? So ein bisschen. Wenn wir da noch so eine schöne, ja, so einen schönen Wickeltischchen machen. Da nehme ich jetzt ganz gern. Was nehme ich da ganz gern? Wir nehmen die ganz gern, oder? So ganz simpel, ne? Wir machen da ganz simple Tegnien. Und dann gibt es da ja. Wandlampen, die wir hier machen zur Beleuchtung. Dann nehmen wir auch was Schickes hier. Machen wir sowas. Das muss auch gar nicht so grell immer sein. Ich muss auch zugeben, ich weiche davon ein bisschen ab. Früher habe ich immer alles vollgeklustert mit Lampen. Mittlerweile ist es irgendwie schummriger. Irgendwie bin ich jetzt auf dem Trip hier ein bisschen schummrig. Daniel ist auf dem Schummrig-Trip. So, und dann machen wir jetzt, was machen wir das da? Ich nehme immer das ganz gern als Ablage. Haben wir da irgendwie eine coole Farbe hier? Ja, nee. Gelb. Wir machen ganz simpel. Oder wir machen grau oder rosa. Das ist ja eher so Lachsfarben. Sollen wir sowas noch reinbringen? Aber wir sind eh schon bunt hier drin, ne? Packen wir das da hin, dann haben wir da so eine schöne Ablagefläche. Das ist doch so cool, oder? Jetzt haben wir noch Deko-Kleinskram. Natürlich die Papiertücherlein hier. Oh, die passen dann wieder nicht hin, wie ich will. Machen wir die Ablagefläche einfach ein bisschen weiter rüber. Passt auch. Ist eh gut. Dann haben wir da rechts mehr Ablagefläche, genau. Und links dann die Wickelfläche. Und dann gibt es noch so eine Seife, irgendwie so Desinfizierung oder irgendwie sowas, ne? Ist doch ganz gut. Das ist doch ganz gut hier. Hier. Und einen kleinen Mülleimer darf auch nicht fehlen. Hier für die Windeln hier, pseudomäßig. Wir machen hier jetzt, wo haben wir das denn? Ich weiß gar nicht, Lagerung? Ne, ist auch nicht, ne? Was sind das immer? Ich suche immer die, kein Wunder, vergesse ich die immer. Weil die sind keine Kategorie, hier sind die aber drin. Machen wir hier, oh ja, dann machen wir hier so ein. Alien-Mülleimer. Was ist das eigentlich für ein Tier? Man weiß es nicht. Man will es nicht wissen. Man will es einfach nicht wissen. Wir haben da noch Käfer. Was haben wir noch? Elefanten, Dinos, Käfer. Ne. Mann, den. Ja, komm, das ist gut. Und dann können wir da noch so einen kleinen Spiegel vielleicht hinmachen. Oder ein bisschen Handtücher. Ein kleines Spiegelein an der Wand. Oh, der ist ja sweet. Oh, der ist ja cool. Oh, der ist cool, den machen wir da, machen wir den da hin. Haben wir den anderen Mustern hier? Hm. Ah, lassen wir grün. Und eine Zimmerpflanze passt hier, glaube ich, überhaupt nicht rein. Die Folien würde ich auch weglassen, ganz absichtlich. Haben wir da noch irgendwie, was wollte ich denn jetzt noch an die Wand? Handtücher oder so, ne? Dann gehen wir mal ins Bad, weil im Bad gibt es ja immer, ne, Handtücher natürlich hier. Klorolle hier mit. Wir machen hier. Dass hier auf blöde Gedanken kommen. Wir machen hier irgendwie so, sowas sehe ich da irgendwie, ne? So Handtücher, schöne so irgendwie zum Einwickeln oder irgendwie ein bisschen was, keine Ahnung. Irgendwie so Tücher eben noch dazu, ne? Machen wir das so, machen wir das ein bisschen höher hier mit der Beleuchtung, oder? Ja, wir machen es ein bisschen höher und machen wir trotzdem in den Schrank dann noch. Ah, oder machen wir in den Schrank noch was rein, dass es ein bisschen zu heller ist insgesamt noch? Ohne, dass wir da oben die hässliche Lampe hier platzieren müssen. Auch sowas noch. Das macht so ein bisschen wärmer hier noch. Ja, wir machen da unten zwei Lampen noch rein, damit das hier schön leuchtet. Von innen. Ja. Yes. Oh, wie cool, oder? Wie cool ist das denn? Ein krasses Alien-Kinderzimmer. Für unsere beiden. Für unsere beiden Kleinen hier. Wir brauchen hier noch so ein Nachttischschränkchen. Da gibt es doch auch diese coolen. Die passen da, oder? Na, genau. Da gibt es die hier noch. Die können wir hier so machen. Die sind leider immer ein bisschen zu hoch. Ist voll schade irgendwie. Ist voll schade. Oh, die könnten wir auch irgendwie vielleicht hinten ins Eck machen. Dazu muss man das Gitter anmachen, sonst kann man nämlich gar nichts auf der Tanzfläche platzieren. Und wir nehmen die Tanzfläche als Deko, nicht als benutzbares Element. Dann machen wir das doch so. Aber hier nehmen wir dann die Orange Version. Ja, passt perfekt. Nehmen wir. Dann können die hier nochmal irgendwie so. Ich würde denen irgendwie noch so eine Sitzgelegenheit geben. Irgendwie so kleine, da gibt es doch diese tollen Sesselchen, ja, mit den Bärchis. Oder nehmen wir die Puffies. Das wäre auch gut. So Würfelchen. Aber ich finde die Sessel irgendwie gemütlicher. Kommen wir mal dazu, Kaugummitier-Sessel. Ja. So, da können die sich hier. Gibt es da irgendwas in Grün? Gibt es nicht. Das gleiche in Grün. Mann. Dann nehmen wir den Blauen. Jetzt haben wir da die Babywiege noch, ne?
Was machen wir denn mit der? Ich würde die so ungern hergeben, verdammte Axt. Die finde ich so toll. Ich mag die voll. Oh, ich will die nicht hergeben. 150, ist mir egal. Wir müssen sie in den Keller stellen, den wir gar nicht haben. Das so eine Leseecke will ich irgendwie noch haben. Vielleicht können wir da auch so ein bisschen Kindermusik machen oder irgendwie so. Ne? Komm, wir machen da, wir haben Kohle. Wir machen jetzt hier eine Stereoanlage noch dazu. Und schön aus Glas. Und dann haben wir vielleicht doch nochmal irgendwie eine Topfpflanze oder so. Gibt es da irgendeine schöne Pflanze, die so ein bisschen crazy aussieht? Oh, die Palme ist gar nicht so schlecht, die da. Weil die gibt es nämlich auch mit so komischen Farben hier. Na, die gibt es auch mit so komischen Blattfarben, glaube ich. Genau, mit lila, aber das ist auch nicht so schön. Machen wir die, oder die grünen, die hier, die ist so komisch türkisig irgendwie. Ist echt schwierig hier, schwierig. Ich würde schon gerne noch so ein bisschen was. Die sieht jetzt aber hier auch so schwer aus. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Komm, wir machen die dahin. Wir verkaufen doch das Nuckelkörbchen. Oh, schweren Herzens. Machen wir hier noch so Pflanzen hin. Das finde ich so toll, dass die nochmal so ein bisschen wie so ein Alien-Kinderwald hier. Kinderwald. Oder nicht? Sind schon ein bisschen fett, ne? Sind schon ein bisschen fett, die Pflanzen. Ja. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Lampen hier, oder? Oder ist, ne, ist alles so schummrig. Haben die, sind die lichtempfindlich hier? Sieht schon geil aus. Sieht das von allen Seiten, die dieses Abendrot dann reinkommt. Sehr geil. Oder morgen, ne? Und abends dann, oh. Schon cool. Schon cool hier, oder? Und jetzt habe ich noch was kurz. Und zwar haben wir ja mit baby.showhiddenobjects die Möglichkeit aus dem an die Arbeiterweiterungspaket können wir ja die, zeig mir mal alle, da können wir ja diese Alien-Sachen rausholen. Da gibt es doch diese Erfindungen erstens mal. Da hat der Jonas auch schon was gebastelt. Ich glaube, der hat sowas mal gebastelt, der Jonas. Eine Klonmaschine, oh, das brauchen wir auch noch. Ey, wir klonen unsere Kleinkinder, kann man das auch? Müssen wir echt mal probieren. Sollen wir das mal probieren? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Da, das ist das Poster, wo dann erklärt wird, hier, ihr seid wie Superman, ne? Man hat euch, fortgeschickt. So. Man hat euch auf die Erde geschickt hier. So, oh, wir haben ja auch noch die Alien-Geburtsurkunden bestimmt im Inventar. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte eigentlich rauchen. Die Krater wollen wir hier nicht. Kristalle gibt es auch nicht. Das ist viel zu spitz hier für die kleinen Racker. Aber da gibt es doch diese Hologramm-Dinger. Wo sind die denn? Wieso finde ich die nicht? Was ist denn los hier mit dir, Daniel? Wo ist denn das Zeugskrams? Ich habe doch Showhidden Objects aktiviert. Ist ja auch das andere Sammelkramszeug hier drin. Aber nicht diese Hologramm-Dingens da. Wo ist denn die? Ist das ein Base-Game schon? Die Hologramm-Lampe, ist das ein Base-Game? Ernsthaft? Hätte ich jetzt nicht gedenkt hier. Mal gucken, und zwar bei Beleuchtung. Alle Anzeigen. Also die ja klar, ne? Die Schwebelampe, aber die, wie gesagt, hat Jonas, glaube ich, im Inventar. Oh, da könnte ich mir was machen, ja? Können wir mal probieren, ob wir das irgendwie so da reinquetschen könnten. Das aussähe. Sollen wir kurz Live-Modus anmachen? Schwebemechanismus aktivieren. Kommt hier so eine Kugel hochgeflogen. Was? Jonas sollte sich hier... Was? Nein, wir können leider nicht. Wir müssen jetzt hier allein losschicken, weil wir müssen hier das Kinderzimmer noch einrichten. Dann haben wir hier nämlich diese Schwebe-Dings hier an. Ich kann mir überlegen, so blöd sieht das aus eigentlich in der Ding. Wir können das hier irgendwo... Machen wir hier hin. Oh, das wird hier knapp mit dem Platz hier, ne? Eieiei. Geht das noch? Das geht noch hier. Ah ja, das geht noch. Das ist hier integrated into the wall hier. Machen wir es so. Ja, ist okay. Okay, was haben wir noch hier? Genau, ich wollte doch jetzt diese Hologramm. Wo ist denn die? Die muss auf jeden Fall hier drin sein. Die ist so... Wie sieht denn die aus? Was habe ich denn dann gemeint? Das ist doch diese eine komische Hologrammlampe. Ich bin jetzt hier... Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die aussah. Was war denn das für eine Lampe? Das war doch so eine, oder? Oder war es eine Stehlampe? Nee, das war schon was für den Tisch hier, glaube ich. Das war schon was für den Tisch. Schade, jetzt weiß ich nicht mehr, wie genau die aussah. Das ist jetzt natürlich blöd.
Das ist blöd. Ja, das ist wirklich blöd. Oh, das wäre auch schön gewesen. So ein bisschen Disco-Feeling hier drin, aber das ist, glaube ich, too much dann. Nee, da gab es doch, das habe ich auch im Alien-Haus genommen. Aber ich weiß nicht mehr genau, welches ist. So, dann würde ich sagen, lassen wir es dabei. Die haben ja was zum Schlafen, die haben ja was zum Spielen. Das ist ein krass buntes Kinderzimmer, passt zur Regenbogenfamilie hier. Und ja, dann los geht's. Auf da rein hier. Der muss jetzt hier weg, aber du kannst ja mal um die kümmern hier. Basisbedürfnisse beibringen. Komm, können wir da nicht irgendwie so eine Runde bilden oder so und dann irgendwie so ein bisschen, ne? So ein bisschen hier irgendwie. Du heulst schon hier. Wer ruft denn schon wieder an hier? Pausenklau. Ein anderes Kind hat Rose bedroht und ihr Pausengeld abgenommen. Sie ist weinend in das Sekretariat gekommen. Ach, scheiße. Finde das Kind, sonst finde ich es. Sie muss lernen, sich zu verteidigen. Ich würde schon sagen, aber hier finde das Kind, sonst finde ich es. Wir verteidigen unsere Rose. Verantwortung steigt, emotionale Kontrolle sinkt. Irgendwie ist bei mir das immer so, dass die emotionale Kontrolle total irgendwie schlecht ist. Ne? Bei ihr jetzt gar nicht. Bei ihr ist echt wirklich voll das Vorzeigekind. Alles irgendwie grün, aber nichts richtig, ne? Was ist mit dir los? Voll traurig, ist so zurückgelassen, weil kein Elternteil in der Nähe ist. Ach, du bist anhänglich, glaube ich, ne? Nicht? Du bist neugierig und du bist Charmeurin hier. Genau. Also, Nummer gelb ist Sky. Sky ist gelb. Und Luna ist grün. So. Ja, ja, ja. Voll cool, oder? Voll cool hier. Lernkarten hier. Ah, die schreien, ne? Voll crazy irgendwie. Voll crazy, die crazy Kids. Hier mal ein paar Screenshots hier von unserem Zimmer. Wo ist meine schöne Lampe hier oben? Da müssen wir hier erstmal Tab klicken und dann haben wir die Lampe auch im Bild. Das ist das cool. Wow. Wow, mega. Oder ist das mega oder ist das mega hier? Wie cool ist das denn? Wieder tanzt schon der Kleine. Die Kleine. Ich muss mich voll dran gewöhnen. Ich dachte immer, ein Junge, ein Mädchen. Das muss ich mich voll umgewöhnen. Das sind da zwei Mädchen. Dadje. Yeah. Ich hätte so gern einen Jungen und ein Mädchen gehabt. Ich glaube, der Jonas hat vielleicht eine Erdbeeren gegessen. Kann das sein, aus Versehen? Wir haben noch zu viel im Inventar. Ja, das habe ich unbewusst wahrscheinlich passiert. Jedenfalls, vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Das Geschrei hier, das endet heute zumindest erstmal. Das war's mit dem Einrichten vom Alien Kleinkinderzimmer. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, Daumen nach oben nicht vergessen. Und abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen hier zum Eltern und Freunde Let's Play oder natürlich den anderen Videos und Baureihen hier im Channel. Vielen lieben Dank und bis dann. Macht's gut. Ciao.